In diesem Video berichten wir euch von den ersten Erfahrungen aus dem Streifenanbauprojekt, welches wir mit verschiedenen Praxisbetrieben durchführen. Beim Streifenanbau wird ein Feld von einer normalen Schlaggröße unterteilt in Streifen, wo man aber trotzdem noch mit den normalen Maschinen fahren kann. Durch die Barrierewirkung und kleinräumige Diversität wird der Befallsdruck von Schädlingen und Krankheiten reduziert sowie Nützlinge gefördert. Und wenn ihr Näheres erfahren wollt, dann klickt ihr hier auf den Link zum Video, was wir dazu schon gemacht haben. Wir sind jetzt im zweiten Versuchsjahr vom Streifenanbauprojekt. Das erste Jahr haben wir ja Tastversuche gemacht und dieses Jahr haben wir so die richtig replizierten Versuche gemacht. Das heißt, wir haben auf verschiedenen Standorten, zum Beispiel Raps mit Ackerbohne, Hafer, was man hier im Hintergrund sieht, an 5 Standorten dieses Jahr ausprobiert. In unserem Projekt prüfen wir den Streifenanbau in Ackerkulturen, die im biologischen Anbau besonders anspruchsvoll sind. Sammy Leumann und Marcel Vetterli testen auf ihren Betrieben Zuckerrüben in Kombination mit Ackerbohne Hafer. Wir sind hier bei uns auf dem On-Farm-Streifenversuch vom Fiebel. Es war zum Anlegen relativ einfach, wenn man einen Traktor mit GPS hat. Dann kann man schön die Hafer-Ackerbohne Ende Februar säen und die Zuckerrüben kommen dann erst Anfang April. Das war überhaupt kein Problem. Es war gut, dass unser Lohnunternehmer, der sät, auch das gleiche GPS hat. Dann hat die Spur gut gepasst. Und die 9 Meter Streifen mit dem Düngerstreuer zu streuen, ohne dass wir Dünger in Acker-Haferbohne streuen, war eher schwierig. Das kommt ganz auf Parzellen und so drauf an, Parzellengrößen. Kann ich es mir leisten, da 2 Kulturen drauf zu klatschen? Oder wird es eher eng? Aber das ist ja vom Arbeitsaufwand her ganz okay, von den Ergebnissen her sehr spannend. Letztes Jahr konnten wir ganz stolz sagen, wir haben sehr viel mehr Ertrag in den Streifen erzielt wie in der Reinkultur. Allerdings stammen diese Resultate aus dem sogenannten Tastversuch, der nur auf dem Betrieb von Marcel durchgeführt wurde. Nach der diesjährigen Ernte werden wir Resultate von 2 weiteren Betrieben auswerten können. Zum Raps liegen bereits erste Resultate aus den diesjährigen Auszählungen vor. Der Tastversuch hatte gezeigt, dass wir mit dem Streifenanbau einen Vorteil haben, dass wir weniger Schädlingsdruck hatten und auch mehr Erträge. Jetzt dieses Jahr mit den 5 Standorten haben wir gesehen, wir haben mehr Schädlingsdruck in den Streifen, also genau das Gegenteil. Eine der Versuchsflächen wird von Rigi Schmutz bewirtschaftet. Er will aus den ersten Auszählungen noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich warte mal auf den Mähdrescher, dann gebe ich die Antwort. Nein, jetzt, weil wir kurz reingeschaut haben, es sieht nicht schlecht aus. Wir warten den Drusch ab, um zu sehen, welche andere Effekte auch noch ertragswirkend waren. Das wird sich zeigen, aber es sind spannende Ergebnisse, wo wir weiter im Reflektieren bleiben müssen. Welche Kombinationen vor allem sind dann nachher sinnvoll und ist das für einen Raps der Streifenanbau sinnvoll oder vielleicht auch nicht? Forschung ist ergebnisoffen und so bewegen wir uns da schrittweise hin. Peter Sutter baut aus seinem Betrieb im Oberaargau bereits seit einigen Jahren Kartoffeln und Hafer in Streifen an. Seine Beobachtungen aus der Praxis sind vielversprechend. Ja, bei den Kartoffeln ist es so, die sind relativ bearbeitungsintensiv und wir haben eher hängige, kupierte Lagen, wo wir Kartoffeln anbauen mit schwereren Böden und da ist die Erosion häufig ein Thema und von daher kann ein Streifenanbaukonzept mit Getreide helfen, Erosion zu stoppen bei Starkniederschlagsereignis. Und dann kommt hinzu die Barriereneffekte von Krautpfeilen beispielsweise oder auch von Kartoffelnkäfer, wo bei mäßigem Befall schon auch Effekte festgestellt werden konnten. Das ist noch nicht wissenschaftlich erhoben, aber das sind Praxiserfahrungen, wo wir auf unserem Betrieb mit unserem Anbausystem festgestellt haben. Die Zusammenarbeit von Praxis und Forschung ist im Streifenanbauprojekt zentral. Für mich als Praktiker ist es sehr spannend, da mit verschiedensten Leuten zusammenzuarbeiten, mit Leuten aus der Forschung. Wir haben Leute von der ETH, von Agridea, von
aus der Beratung Personen. Wir haben auch andere Praktiker, die auch ihre Erfahrungen machen auf ihren Betrieben, mit ihren Situationen. Wir haben zusammen mit den Landwirten, also Forschung und Praxis zusammen, haben wir definiert, welche Kulturkombinationen wir ausprobieren wollten. Zum Beispiel die Ackerbohne kam aus der Praxis. Und von der Forschung her haben wir dann uns überlegt, wie können wir das Versuchsdesign machen. Fand ich auch einen sehr spannenden Prozess. Ist etwas anders, wie wir in der Forschung normalerweise vorgeht. In der Regel ist das ja so top-down und hier war das jetzt eben ein Together. Im Winter liegen dann die Ergebnisse von diesem Versuchsjahr vor und wir informieren euch. Bleibt dran!